Schwachsinn. Das fällt ja irgendwann ein Deck auf den Kopf, warum nicht? Auf jeden Fall. Einfach nur rumhängen ist langweilig. Also irgendwas werden wir schon machen. Keiner von euch würde sich mit dem Grundeinkommen zur Ruhe setzen. Michael Buhnmeier auch nicht. Als Anteilseigner von zwei kleinen Startup-Unternehmen bekommt er quasi selbst monatlich ein Grundeinkommen, ohne dafür was zu machen. Sein Lebensstil hat sich verbessert, sagt er. Ich lebe gesünder, ich schlafe besser, ich habe nicht mehr so viel Druck. Ich kümmere mich gleichberechtigt mit meiner Freundin um unser Kind. Also es hat auch emanzipatorisch durchaus eine Bedeutung, so ein Grundeinkommen. Und trotzdem bin ich nicht faul geworden. Ich habe Geschäftsideen und ich mache sowas wie jetzt mein Grundeinkommen. Und ich habe das Gefühl, ich bin heute der Gesellschaft dienlicher als noch vor einem Jahr. Und dieses Gefühl will er jetzt auch einem von euch geben. Über sein Online-Projekt mein-grundeinkommen.de hat Michael Buhnmeier 12.000 Euro eingesammelt. Bis zum 18. September könnt ihr euch darauf bewerben. Ob ihr das Geld in der Kneipe auf den Kopf haut, in den Urlaub wollt, die Kohle spenden möchtet oder davon ein Unternehmen gründen möchtet, das ist euch überlassen. Den Link zur Anmeldung gibt's im MDR Sputnik Facebook-Profil. Das komplette Interview mit Michael Buhnmeier und seinem 12.000 Euro Projekt nachher nochmal ausführlich im Sputnik Popkult gleich ab 19 Uhr. Sputnik. Popkult. Herzlich willkommen zum Sputnik Popkult, eurer Sendung für handverlesene neue Musik und Themen, bei denen man gerne einmal mehr nachfragen kann. Heute habe ich was ganz Spezielles dabei. Stellt euch mal vor, es schenkt euch jemand ein Jahr lang jeden Monat 1000 Euro. Und ihr müsst nichts dafür machen. Nicht arbeiten, nicht Lotto spielen, gar nichts. Gibt's wirklich. Michael Buhnmeier hat da ein ganzes Projekt ins Leben gerufen und erklärt das uns. Ausgeben für was ihr wollt. Für was würdet ihr es denn ausgeben? Welche Träume damit verwirklichen? Das will Michael aus Berlin wissen. Der hat die Idee, genau das mal auszuprobieren. Tachchen! Hi! Die Einstiegsfrage heute ist die kürzeste aller Zeiten. Warum? Wow, das ist natürlich eine sehr komplexe und vielleicht die wichtigste Frage der Welt. Danke. Ich glaube, dass das Grundeinkommen unsere Gesellschaft radikal verändern könnte, weil eigentlich alle Lebensbereiche heute irgendwie vom Geld und vor allem von der Abwesenheit des Geldes bestimmt sind. Und ich möchte herausfinden, was würde passieren, wenn jeder Mensch 1000 Euro im Monat bekommen würde, ohne dafür eine Gegenleistung geben zu müssen. Meine Vermutung ist, dass der Mensch dann nicht etwa faul werden würde, sondern er würde ganz neue Kreativität entfalten können. Denn ich glaube, dass man bessere Arbeit macht und bessere Ideen hat, wenn man etwas möchte und wenn es von mir kommt und wenn ich nicht durch Zwang und Druck etwas tun muss. Weil ich das natürlich nicht wissen kann, möchte ich ein Experiment durchführen und deswegen verlose ich ein Grundeinkommen oder wie es aussieht, vielleicht sogar zwei oder drei Grundeinkommen. Und das Geld dafür wird per Crowdfunding gesammelt. Jetzt schlagen schon ganz viele Menschen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, aber unsere Wirtschaft, Micha, bist du denn wahnsinnig? Was soll denn dann passieren, wenn, du sprichst ja sogar von so einer Grundeinkommensgesellschaft, ja? Was wäre denn, wenn das alle bekommen würden, dann würde ja kein Schwein mehr arbeiten und wir würden gar nichts erwirtschaften. Ja, ich glaube, die Wirtschaft könnte vielleicht sogar einer der größten Profiteure von so einem Grundeinkommen sein. Denn die Art und Weise, wie heute Wirtschaft und unser Sozialsystem organisiert ist, das kommt ja aus einer Zeit, wo ja es ganz billige Industriearbeiterinnen und Arbeiter brauchte, die schweißtreibende Arbeit gemacht hat, zu der man sie zwingen musste. Heute leben wir in einer Wissensgesellschaft und da brauchen wir ja Freiraum für kreative Ideen, wir brauchen ganz neue Denkansätze, wir brauchen Menschen, die sich druckfrei auf Arbeit bewegen können. Und dann entsteht ganz viel Neues. Entschuldige, wenn ich da mal kurz reinkrätsche, aber du sprichst von Kreativität und von Druckfreiheit und dass es doch gerade heute wichtig ist, dass die kreativen Jobs vor allem gefördert werden. Heißt das für deine Grundkommensgesellschaft mal drauf runtergebrochen, dass nur noch die arbeiten, die kreative Jobs haben und die machen das dann freiwillig und bekommen trotzdem ein Grundeinkommen? Nein, ich würde gerne, also es muss natürlich immer auch alle Arten von Arbeit erledigt werden. Ah. Das Problem ist, es gibt unendlich viel Arbeit. Wir alle arbeiten jeden Tag irgendetwas, aber nur wenige von dieser Arbeit wird eigentlich bezahlt. Die Arbeit, die extrem wichtig ist für unsere Gesellschaft, wie die Betreuung von Kindern, die Pflege von Alten oder ehrenamtliches Engagement, wird einfach schlecht oder gar nicht bezahlt. Und mit einem Grundeinkommen würde diese Arbeit endlich auch bezahlt und endlich auch mal gewertschätzt. Und dann müsste man sich nicht mehr so schlecht fühlen, dass wenn man 5 Stunden auf ein Kind aufgepasst hat, 2 Stunden mit der Oma telefoniert hat und dann auch noch Lohn arbeiten muss. Das ist alles Dinge, die die Gesellschaft voranbringen und deswegen ist es gut, wenn es entlohnt würde. Und wer ist dann der Sugar Daddy? Also wenn wir mal jetzt bei dieser Grundeinkommensgesellschaft bleiben, wer würde das dann finanzieren? Finanziert werden würde ein Grundeinkommen natürlich über Steuern. Da gibt es die verschiedensten Modelle. Quasi alle politischen Parteien haben Konzepte ausgearbeitet von 400 Euro bis 1500 Euro im Monat. Und man kann es nicht leugnen, das ist natürlich eine ganze Menge Geld, aber
es würde natürlich auch ein bisschen Geld frei werden, denn es könnten auch andere Sozialleistungen abgebaut werden. Natürlich nicht alle, aber dieser ganze Verwaltungsaufwand, das Prüfen und irgendwelche Bedürftigkeitsnachweise, das würde alles wegfallen und man könnte direkt den Menschen Geld auszahlen. Also ein Grundeinkommen ist finanzierbar, das beweisen diverse Studien. Das Schwierigere ist, im Kopf das Umdenken hinzubekommen und das Grundeinkommen auch den anderen Menschen zu gönnen. Und dazu möchte ich beitragen mit meinem Projekt. Sagt Michael Bohrmeier, der hat ein Experiment am Laufen. Jeder soll 1000 Euro Grundeinkommen im Monat bekommen und dann gucken wir mal, wie das unsere Gesellschaft verändert. Wenn ihr an dieses Grundeinkommen gerne ran möchtet, dann erzählt euch Michael gleich auch noch wie. Der bleibt nämlich noch hier in der Show. Hier ist der Sputnik Popkult am Dienstag. So ein Grundeinkommen, das wäre eine dufte Sache. 1000 Euro monatlich, einfach so. Dann könnten wir viel kreativer, viel freier, viel besser leben, sagt Michael Bohrmeier, der euch genau diese Chance gerne mal geben möchte. Über nichts nachdenken, einfach jeden Monat 1000 Euro bekommen. Das ist sein Experiment. Über ein Crowdfunding-Projekt wird das Ganze finanziert. Und auch er selber lebt das gerade. Wir haben gerade schon so ein bisschen gequatscht, Micha. Seit dem 1.1. bekommst du ja auch so ein Grundeinkommen jeden Monat, ohne was dafür tun zu müssen. Wie geht's denn dir damit? Es geht mir wunderbar damit. Ich lebe ein total aufregendes Leben, seitdem ich selbstbestimmt lebe und ich nicht mehr so viel Druck von der Lohnarbeit empfinde. Mir geht's gesundheitlich besser. Ich habe ganz viele neue Geschäftsideen. Ich engagiere mich ehrenamtlich. Ich teile mir die Erziehungsarbeit meines Kindes gleichberechtigt mit meiner Freundin. Und das Leben ist eigentlich besser und ich werde über kurz oder lang mit den ganzen vielen Ideen, die ich jetzt habe, bestimmt auch wieder Geld verdienen. Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, das Ganze wird über Crowdfunding finanziert. Also innerhalb von 22 Tagen haben 425 Menschen schon 12.000 Euro zusammengelegt und damit das erste Grundeinkommen finanziert. Hand aufs Herz und nicht gelogen. Fühlt man sich da manchmal so ein bisschen schuldig, wenn man sieht, 425 Menschen haben so viel Geld zusammengelegt für so ein Experiment, wo wir doch so viele andere Baustellen auf der Welt haben, wo viel Geld benötigt wird? Ich fühle mich da überhaupt nicht schuldig. Das hängt natürlich damit zusammen, dass dieses Geld nicht für mich ist, sondern dass es eine x-beliebige Person bekommen kann. Und ich glaube, dass viele der Baustellen, die wir in der Welt haben, letztendlich darauf zurückzuführen sind, wie unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem organisiert sind. Und wenn man diese Sachen analysiert, kann man darauf kommen, dass der Arbeitsbegriff da ganz zentrale Rolle spielt. Kann es nicht aber sein, dass der Mensch, den du dann aussuchst oder der Mensch, der ausgelost wird, dass der dann sagt, okay, ich bekomme jetzt ein Jahr lang 1000 Euro im Monat und dass er einfach nur rumgammelt und gar nicht bei rumkommt und er einfach nur lange schläft, den ganzen Tag Chips isst und DVDs guckt? Also erstens möchte ich das überhaupt nicht werten. Vielleicht ist es für diesen Menschen gut und richtig, vorübergehend mal ein bisschen rumzulungern. Ja. Aber ich glaube, dass es langfristig langweilig ist. Das Problem vieler Erwerbslose ist ja heute, dass sie gerne arbeiten würden, aber nicht können. Also die Menschen wollen etwas tun. Die wollen zur Gesellschaft beitragen und den fast allen Menschen wird langweilig, wenn sie keine sinnvolle Aufgabe haben oder sie werden sogar depressiv. Und so ein Freiraum erzeugt halt so ein Grundeinkommen und dann gucken wir mal, was danach passiert. Vielen Dank, Michael Bohrmeier. Was würdet ihr machen, wenn ihr ein Jahr lang jeden Monat 1000 Euro zur freien Verfügung hättet und nicht mehr arbeiten müsstet? Bis 18. September könnt ihr euch noch bewerben, dann wird der oder die Glückliche ausgelost, der oder die dann ein einjähriges Grundeinkommen bekommt. Alle Infos natürlich auf meingrundeinkommen.de und viel mehr dazu natürlich auch im Netz auf sputnik.de.